Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer IP. Ich habe ein Fiasko hinter mir. Ich habe schon fünfmal versucht, Terrorkaraf zu zähmen und die Drecksau jedes Mal bei 30-40% natzt er mich weg. Jetzt habe ich erstmal keinen Bock mehr und wir werden in der Folge schön mal weiter questen, beziehungsweise wir haben etliches, was wir jetzt erstmal hier aufmachen müssen. So, schauen wir mal. Ja, in den Kommentaren bei den Videos stand die Rezepte. Ich sollte mich dann an den Tisch stellen und dann könnte man per Rechtsklick die lernen oder zufügen. Kann ich nicht machen. Ich bin Lowbob, sagt er. Aber ist nicht schlimm. Rufe nachholen werden wir jetzt die Tage auch mal machen. Was haben wir denn alles hier? Ja, erstmal, ich habe mir was Neues gegönnt. Nicht das Nonplusultra, aber immerhin, ich hatte die Wahl zwischen einer Nahkampfwaffe und Speer oder Armbrust. Und ich habe mich für die legendäre Armbrust entschieden. Gab es einen Arcanas zu holen. Und ja, die gehört jetzt uns. Und ich dachte, da wir ja sowieso, also ich habe mir meinen Teil für meinen Teil gedacht, Explorer bleibt ruhig. Schwert geht ja eigentlich. Die Armbrust, die ich vorher hatte, war ja die Lowbob, normale Kack-Armbrust Level 25. Und jetzt habe ich gedacht, komm, dann gönnen wir uns mal die legendäre. Und ich wollte da eigentlich auch geben. Macht er jetzt? Okay. So. Dann haben wir das auch schon mal. Gut, was haben wir noch? Wir können Apokalypse holen. Wir können Vermutung holen. Aber wenn ich Terrorkarav jetzt so nicht schaffe, dann schaffe ich Vermutung erst recht nicht. Das heben wir uns also dann noch auf. Sonst haben wir eigentlich nichts. Ja, genau, da müssen wir auch noch rein. Ich räume mal eben ein bisschen auf, wenn wir gerade hier sind. Ja, Halloween-Event ist vorbei. Wir haben bekommen Kiki die Schulterkatsche. Gruppenstärkungspaket brauchen wir nicht. Kleiner Trank der Gefährtenerfahrung. Nehmen wir immer wieder gern. Ein Magmahund haben wir bekommen. Die legendären Embleme, um auch legendäre Dungeons zu gehen, werden wir niemals benutzen. Einen besessenen Rabini. So, das habe ich schon geused. So, dann will ich auch direkt mal hier. Was kann man das Schwert aufwerten? Wie viel haben wir denn da? Härtegrad 10. Probieren wir einmal. Wenn nicht, gehen wir es auf die Armbrust. Ja, fick dich. Also will ich die drei Steine jetzt versemmeln, damit ich wieder auf 10 komme oder komplett runter, wer weiß. Oder gar nichts. Okay. Ich würde am liebsten jetzt schon wieder ausloggen und. So, was haben wir denn noch? Spezielle Zeichenbox und wir kriegen Zeichen des Leeren. Letos, ja super. Die Flunder hat mir ja noch gefehlt. Explorer ist ein bisschen pissed oft. So, Glücksbox mit königlichem Skin. Schwarzer Grion-Gefährten-Skin. Matura-Typen. Was sind denn Matura-Typen? Okay. So, und das Nonplusultra. Eine Schicksalsbox mit heroischem Zeichen Rang 2. Das Zeichen der Box garantiert den Erfolg beim Bändigen. Ja! 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 Da steigt die Laune doch direkt um 200%. Gut, nichtsdestotrotz, wir werden erstmal questen. Questen, questen, questen. So viel wird, glaube ich, gar nicht mehr so hier kommen. Ich befürchte fast, wir werden uns ein paar Folgen mit den Nachrichtenbrettern beschäftigen müssen. Was? Achso. Ja, komm, wir fliegen erstmal weg hier. Und schauen mal, wo wir überhaupt hin müssen. Beziehungsweise wir können uns ja eigentlich porten, weil ich denke, wir müssen. Wir müssen hier hin. Achso.
Dann sollten wir mal die Queste abgeben, ne? Energietrank, dann packen wir uns die einen bitte auch hier hin. Inventar, wo waren sie? Der Trank wirkt nicht bei Gefährten der gleichen Stufe wie du. Okay. Why is being a knight so tough? Aha, ich bin auch tough. We will die, but we will not know defeat. So. Words mean nothing. Und reaction matters. I need help. Ja. I believe in you. I believe in you. The Fallen Legion is nothing. Okay, Zenaris Verstärker abschließen. Und nu? We are the shield of Hakanas. Flüstern? Reden? Konflikt des Glaubens. Halte den Angriff der Legion für 2 Minuten stand und du kriegst physischer Angriff plus 100, physische Kritische. Tschüss. DPS, wenn man weniger DPS. Aha, okay. Halte den Angriff der gefallenen Legion für 2 Minuten. Das hört sich böse an. Wer ist denn das? Sollen die jetzt hier nur umnutzen oder was will er jetzt? Die Zeit. Gibt wahrscheinlich keinen Loot, ne? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Gesellen wir uns zu unseren Kollegen hier. Vereint. Was? Konflikt des Glaubens ist fehlgeschlagen? Was müssen wir denn machen? Doch aktiver dran teilnehmen? Beim nächsten Mal lese ich dann noch den Questtext. Versprochen. Macht sie platt. Oh, ich glaube, die sind jetzt alle aggro auf mich. Was will er? Ich weiß es nicht. Wo ist er denn jetzt? Mich? Where is my Questgeber? War er doch, oder? Okay. Zeig uns nochmal die Quest an.
Quest können wir abbrechen. Elite, Frostkristall. Ah, okay. It's time to strike. So, die gefallene Legion ist bis zum Innern des Schreins vorgestoßen. Lilith versucht, Eloras Megalithen zu zerstören, um die Barriere aufzuhalten. Wir müssen ihren Angriff zurückschlagen. Hört zu, wenn einer dieser Megalithen zerstört wird, überrennt die Legion ganz sicher den Schrein. Wir müssen sie unbedingt davon abhalten. Okay, jetzt, gut. Also dürfen die jetzt hier nicht auf die Steine hauen. Er da haut auf die Steine. Er haut auf die Steine, oder? Sieht zumindest so aus. So, hier haut keiner auf die Steine. Hier ist alles ruhig. Haut die da drauf? Egal, wir gucken ihn. Ach, die macht. Guck, die da. Ja. Was gedacht, Kollege? Alter. Ja, achso, wir müssen mal wieder warten. Der Kollege hat Pause. Der macht gerade Mittag, weißt du? Bei wie viel, bei welcher Zeit waren wir jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Also erst links den Typ, dann rechts die Tussi, dann noch ein bisschen drauf, dann kommt der Dicke. Können wir jetzt?
It's time to strike. It's time to strike. Ja. Words mean nothing. Only action. Was? Who dares challenge us? It's time to strike. Words mean nothing. Only action matters. Ja. Reaction matters. So, Nummer 1. Jetzt spawnt die Tuss hier neu. Die schießt doch da drauf, ne? So, jetzt kommt die Tante hier. Endlich. Was? Okay. Gut. I am Captain Errol, and we are the Pegasus Knights. Benutze Telos Segen, benutze Panas Segen, benutze Neres Segen. Fight hard and die well. I need help. Zu weit gegangen. Achso, ich bin ein bisschen gaga heute. Die gefallene Legion ist zu weit gegangen, indem sie Errols Sicherheit bedroht hat. Sie muss ausgelöscht werden. Die gefallene Legion fliegt 600 bis 730 Meter oberhalb des Risses, wo sie ihre dunkle Künste am ätherischen Strom ausübt. Fliegt dorthin und tötet sie alle. Okay. Ja. Ja. Oh, gibt doch noch ein paar Queste. Gefallene Evolution. Besiege Blatier. Die gefallene Legion zähmt Flottier als Reittiere. Unter dieser Führung haben sich die Flottier in Blatier weiterentwickelt. Das könnte in einem Desaster für uns enden. Blatier befinden sich am Riss in 600 bis 800 Meter Höhe. Seid vorsichtig. Zehnergruppe Elite Riesengefährte. Besiege Yumavu. Habt ihr Yumavu gesehen, die im ätherischen Strom in 900 Meter Höhe rumfliegt? Viele fielen Yumavu beim Versuch, sie zu töten, zum Opfer. Wenn wir Yumavu töten können, werden wir viele Leben in der Kluft retten können. Sie sind sicher eine der gefährlichsten Kreaturen hier. Ja. So, haben wir jetzt alles? Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ich gehe mir mal einen Kaffee trinken, eine Zigarette rauchen, versuche mal wieder runterzukommen nach der ganzen Enttäuschung, die du hier da draußen ja jetzt nicht mitbekommen hast. Sprich, grüß dich, Terror-Karef. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye-bye und ciao, ciao.